Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir Banks, mit der Kim. Hallo. Und Micha. Moin. Ja, heute fangen wir mal ein bisschen anders an, denn Kim war ein Heben, also genau genommen ein Heben auf Japanisch. Und ich hoffe, es hat geschmeckt. Das auf jeden Fall. Ich frage mich gerade, was ein Heben auf Japanisch heißt. Aber wir haben auch immer brav Kanpai gesagt. Hopi-Becher oder so? Keine Ahnung. Weiß ich aber Kanpai heißt doch eigentlich Prost, oder? Ja. 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 Was hast du denn Schönes getrunken? Verschiedene Variationen von Gin mit anderem Alkohol und Säften. Also, um das mal zu erklären, ich war, wann war es, letzten Dienstag, den 5. November, in Düsseldorf im Rheinturm, richtig weit oben, 172 Meter. Und da gibt es ein Restaurant namens, jetzt wird es peinlich, ich weiß nicht, spricht man das Cuomo aus oder Como? Es ist auf jeden Fall K-O-M-O, nicht K-O-M-O, Q-O-M-O. Und die haben eine Gin-Verkostung veranstaltet. Und zwar mit Roku-Gin. Das ist ein japanischer Craft-Gin mit 6 Botanicals drin. Unter anderem beispielsweise Sakura-Blüten oder Sancho auch. Und das war ziemlich cool. Die haben das Restaurant in so 4 Bereiche aufgeteilt, die dann jeweils mit so Raumteilern unterteilt waren. Und diese 4 Bereiche haben dann die 4 Jahreszeiten repräsentiert. Und für jede Jahreszeit gab es dann so ein paar Drinks mit Gin drin, die dementsprechend dazu passten. Also beispielsweise im Frühling gab es dann 2 Drinks mit Sakura drin, die halt für den Frühling standen. Und ja, insgesamt gab es 8 Drinks. Ich habe alle davon probiert. Oh. Ich habe alle davon brav aufgetrunken und also, sie haben auch alle geschmeckt. Ich bin gerade der Meinung, wir setzen Kim jetzt mal auf die Strafbank. Wenn wir News geschrieben haben, geht sie einen trinken. Na, schönen Dank auch. Ja. Naja. Aber du hattest Spaß. Ich hatte Spaß. Und Micha, du trinkst doch eh keinen Alkohol. Ja, stimmt. Mein Gott. Ich möchte mal zu einer Limo verkosten. Es geht Ihnen um das Prinzip. Ich wäre mal für eine Limo-Verkostung. Da wäre ich dabei. Frag doch mal die Agentur an, die uns eingeladen hat. Vielleicht machen sie das ja. Kommt dann so, hallo, ich bin bei so einem vielleicht. Bitte eine Ramoni-Verkostung, ich bin dabei. Noch ein Tipp. Da ist so viel Zucker drin. Ja, mein Gott, habe ich halt einen Zuckerschock, was soll's. An der Stelle noch ein Tipp an unsere Hörer. Wir verlinken euch einen Artikel bei uns im Podcast-Artikel. Und zwar sind da auch die Rezepte drin von den Drinks, die man an dem Abend probieren konnte. Das heißt, ihr könnt euch den Gin kaufen und die dann auch nachmachen, wenn ihr Lust dazu habt. Und klickt auf den Link im Artikel, dann kriegen wir wenigstens Geld dafür. Oh, genau, das wäre ideal. Hey, wir müssen auch irgendwas haben, davon, wenn wir schon unsere Leute, unsere Hörer zu Alkohol verführen. Nein, wir verlinken natürlich auch den Gin bei uns im Artikel. Und allgemein schaut euch den Artikel mit den Rezepten an. Da findet ihr auch ganz viele schöne Bilder. Ja. Das sah tatsächlich sehr beeindruckend aus. Ich wollte gerade sagen, so ein bisschen neidisch war ich ja denn doch schon. Ja, ne? So ganz wenig. Ich meine, gut, es hätte mir nicht viel gebracht, weil wie gesagt, Gin, nein. Aber es sah wirklich toll aus. Ja, also ich muss auch sagen, der Küchenchef war echt, also der hatte echt Ahnung. Und die sahen auch sehr, sehr gut aus, die Drinks. Und die haben auch die Tische dann immer so richtig schön dekoriert. Und dann gab es ja auch noch so Snacks und generell ein paar Gerichte dazu. Und ja, also wenn ich das Geld dazu nochmal habe, dann werde ich da auf jeden Fall auch nochmal so hingehen. Also das war schon hat sich also gelohnt. Und jetzt sehen wir wieder, warum wir keine YouTube-Videos machen, weil hier mindestens gerade einer auf jeden Fall sitzt, der ganz böse reinguckt. Oh, nicht grummelig sein. Vielleicht kriegen wir ja tatsächlich mal ein Angebot für eine Limo-Verkostung. Ja, toll, die nimmt sowieso jemand anderes wahr, weil, ach, ich muss nur schreiben. Also von daher. Das Leben kann so unfair sein, nicht wahr? Ja, gibt es eigentlich berühmte japanische Limo? Bis auf Ramune, glaube ich nicht, oder? Limo, also Limo nicht. Aber es gibt so einen Milch-Joghurt-Drink-Gedöns. Ich habe leider gerade den Namen nicht im Kopf. Der ist tatsächlich lecker, wenn man ihn richtig mischt. Ansonsten hat man eine ziemliche
Zuckerplürre. Moment, wir kriegen gerade mal wieder einen Hinweis, dass Richie. Ah, genau, Kalpis. Das Zeug ist wirklich lecker. Kriegt man hier in diversen Japan-Online-Shops als irgendwie 1,5 Liter Konzentrat. Und dann einfach ein bisschen mit Wasser mischen. Schmeckt super erfrischend. Ah, ich weiß nicht, weil ich habe das auch schon öfter so in Läden gesehen, also so, dass man es gleich halt aus dem Kühlfach nehmen kann. Und irgendwie hat es mich halt immer so ein bisschen abgeschreckt, weil es halt Milch und Co. ist. Wobei ich auch Ayran trinke, also von daher, ich bin immer ein bisschen vorsichtig dabei. Also es ist nicht so kräftig wie Ayran. Ja, dann probier es vielleicht mal. Also probier es aus. Ayran ist auch sehr lecker, das stimmt. Aber nee, so kräftig ist das nicht, weil du bestimmst ja das Mischverhältnis. Also kauf dir das zum Mischen, dann kannst du es ein bisschen selber bestimmen. Da kriegst du den Geschmack, den du halt bevorzugst, besser raus bei. Dann kippt man einfach normales Wasser da rein, oder was? Ja, da kannst du auch ein Sprudelwasser nehmen, ist egal. Ja, nee, danke. Ich schau mal, vielleicht kriegen wir mal eine Verlosung damit hin. Ich werde mal bei einem. Eine so, fahren. Ja. Wir müssen jetzt so auflisten, was wir noch gerne hätten. So, ja, ich hätte gerne noch so 2 Packungen Miso, 9 Sushi-Reis wäre nicht schlecht. Ja, und dann machen wir ein Unboxing oder was? Hahaha, oh Gott. Wieso nicht? Ja, wir machen eine Podcast-Kochshow. Oh, so ein ASMR-Unboxing. Das wäre doch mal aber was. Aber dann zumindest mit einmal müssen wir dann sagen, ich habe da schon was vorbereitet. Like and subscribe. Ja, ich meine, jede Podcast-Folge in unserem, nicht vor Ort, denn Abspann, tanzt ja auch eine Abonnierglocke. Das hilft nur nicht, ne? Also, ich meine, von daher. Ja. Wenn man einfach merkt, dass wir alle nicht wirklich Ahnung davon haben, wie es ist, YouTuber zu sein. Nein, das haben wir tatsächlich nicht. Das wollen wir auch nicht. Und das wollen, glaube ich, auch unsere Hörer nicht. Hoffe ich. Also rate ich ihnen jedenfalls. Ja, okay. Also nachdem wir jetzt festgestellt haben, du hast getrunken, während wir geschrieben haben, kommen wir doch mal zu unserem ersten Thema. Es gibt nämlich ein Update zur Burg Shuri, die vor ein paar Wochen abgebrannt ist. Und zwar hat sich jetzt herausgestellt, dass ein kaputtes Stromkabel den Brand ausgelöst hat. Ach ja, es ist wieder mal, wo man sich dachte, Mensch, man hätte das wahrscheinlich so einfach verhindern können. Aber irgendjemand hat wieder geschlafen und tja. Ja gut, aber das denkt man sich ja nachher immer. Also, also wenn es das Stromkabel nicht gewesen wäre, dann wäre es irgendwas anderes gewesen wahrscheinlich. Naja, aber also, ich meine, nachdem Notre Dame gebrannt hat, wurde in Japan ja kontrolliert, halt, wie die Sicherheitsbedingungen eigentlich sind. Beziehungsweise auch die Brandschutzbedingungen in den Attraktionen halt, also Burgen etc. und so weiter. Und da wurde ja auch festgestellt, sind nur semi-gut bis ziemlich beschissen. Und bis jetzt hat sich da nicht sehr viel getan. Und jetzt ist halt eine Burg abgebrannt und jetzt auf einmal reagieren sie wieder alle. Jetzt rennen sie alle panisch durch die Gegend und schreien, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mein Gott, das kann Feuer geben, das haben wir ja noch nie erlebt. Stell mir das wie bei SpongeBob vor. Feu, feu! Das ist halt wie mit allen Katastrophen und so, ne? Solange es nicht nah genug dran ist, kommt es einem vor, als würde einem das nie passieren können. So naja, in dem so Sinne. Ungefähr. Ja, aber es ist halt besonders ärgerlich, weil es halt vorab diese Kontrollen gab und teilweise halt man mit den Schreien, Tempeln und Bogen und was dann noch alles auf der Liste stand, zusammengearbeitet hat und gesagt hat, hey Leute, das ist nicht gut so, wie es ist, ihr müsst da was machen. Und man hat im Prinzip gesagt, ja, aber dann ist halt nichts passiert, ne? Das ist es. Ja, und auf der anderen Seite muss man aber auch jetzt mal was Schönes dazu erwähnen, denn die Einwohner der Präfektur, ich habe jetzt gerade nicht im Kopf. Okinawa. Okinawa war es, genau. Haben nämlich spontan verschiedene Straßenfeste in Anführungsstrichen veranstaltet und dabei Geld gesammelt und auch die offizielle Crowdfunding Geschichte eben für den Wiederaufbau der Burg hat, also als wir den Artikel geschrieben haben, mittlerweile 230 Millionen Yen schon nach 2 Tagen eingesammelt. Das sind jetzt irgendwie 5 oder 6 Millionen Yen. Also die geben sich da wirklich Mühe, um das Geld halt ganz, ganz schnell zusammenzusammeln. Das sind gerade, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, 482 Yen aktuell. Ja. Und das ist so ordentliches Sündchen. Nochmal. 482 Millionen. Also ich habe das Millionen gerade nicht verstanden, deswegen habe ich ein bisschen doof geguckt. Gut, es ist also dann doch ein bisschen mehr als meine Schätzung. Ich habe das Millionen vergessen.
Also da kommt momentan wirklich einiges zusammen. Man muss allerdings auch ein bisschen davor warnen, also liebe Hörer, wenn ihr jetzt losrennt und sagt, oh, wir wollen auch gerne dafür spenden. Es gibt auch eine ganze Menge Fake-Kampagnen, wo jetzt einfach nur wieder versucht wird, Geld einzusammeln. Also passt da bitte ein bisschen auf. Wir verlinken euch natürlich den Artikel, da findet ihr auch einen Link zur Crowdfunding-Kampagne. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ich glaube, momentan kann man nur aus Japan spenden. Ja, ich glaube auch schon. Aber ich finde es immer so beeindruckend, was die Japaner angeht, dass sie so wahnsinnig schnell öffentlich reagieren. Also wenn irgendwas ist, dann wird gleich zusammengearbeitet, da werden Spenden gesammelt, dann wird irgendwas organisiert, um da zu helfen. Und das finde ich, glaube ich, so einer der Punkte, die mich an Japan so am meisten beeindrucken. In Deutschland würde man ewig rumeiern, so ja, weiß ich nicht. Und in Japan macht man es halt einfach und versucht halt, ja, so schnell wie möglich das noch zu retten, was zu retten ist. Aber wir haben ja auch, ne, du musst ja erst ein Formular 18a und so weiter und dann 34b. Naja, lassen wir das mal lieber. Ach ja. Demokratie, Wahnsinn. Demokratie macht voll Spaß. Ach, ich war letztens beim Amt. Nee, danke, macht keinen Spaß. Ich weiß zumindest, wie damals Asterix sich gefühlt hat. Ich weiß zumindest, wie damals Asterix sich gefühlt hat. Ich habe mein Formular leider nicht bekommen, aber ne, ich habe es wenigstens versucht. Themawechsel. Wir haben, oder man kennt es ja, in Japan wird ja gerne mal ein bisschen übertrieben bei Auktionen. Also diesen Auktionen, wo halt eben Fisch und Obst und so weiter versteigert wird. Und ja, wir haben einen neuen Rekord. Wuhu. Eine Schneekrabbe, oder eine japanische Schneekrabbe genau genommen, wurde jetzt für 5 Millionen Yen das Stück, wohlgemerkt, versteigert. Das sind so 41.000 und ein paar zerquetschte Euro. Damit wurde der Rekordpreis von 2 Millionen also locker geschlagen. Der Witz an der ganzen Geschichte ist, es war die zweite Auktion des Jahres und schon bei der ersten Auktion wurde der Rekord vom letzten Jahr gebrochen. Und das für eine einzige Schneekrabbe. Ich verstehe sowas nicht. Also wirklich nicht. Auch bei diesen ganzen Thunfisch-Auktionen. Jedes Mal denke ich mir so, wieso? Wer zahlt so viel Geld? Und warum? Und also es also, gab... Weißt du, bei einem Thunfisch kann ich es ja noch verstehen, weil Thunfische sind relativ groß und wenn das eine gute Fleischqualität hat. Aber ich verstehe es nicht wie bei Melonen oder Bananen. Ja, Moment. Ganz kurz, bei der Melonen-Auktion in diesem Jahr gab es ja auch eine Rekordsumme. Das war tatsächlich von der Firma als Dankeschön für die Bauern gedacht. Damit, also wirklich als Geldspende kann man das genommen. Nur halt eine, die versteuert werden muss. Aber das war tatsächlich eine nette Geste. Aber bei den Krabben verstehe ich das wirklich nicht. Ja, na gut. Und bei der Melone muss man noch dazu sagen, dass der Käufer das, glaube ich, irgendwie noch geteilt hat mit den Leuten im Ort oder irgendwie so. Ja. Das war eigentlich ganz süß. Aber trotzdem ist das, ich finde diese super krassen Auktionen in Japan immer sehr verwirrend. Das ist so, warum? Ich meine, ganz ehrlich, vielleicht ist das ja eine ganz tolle Krabbe. Ich habe keine Ahnung. Das Ding ist doch auch, dass das immer die erste Auktion in der Saison ist. Also ich denke mal, in dem Fall war es ja die zweite. Jetzt ist Kim noch mehr verwirrt. Bei der ersten Auktion wurde der Rekord einmal gebaut, da wurden 3 Millionen gezahlt und bei der zweiten Auktion 5 Millionen. Sonst hätte ich halt jetzt gesagt, dann wartet halt noch eine Auktion, aber gut. Nö, warum? Ich meine, mein Gott. Es hat aber auch ein bisschen Prestige. Also gerade die Gummis in Japan, wenn du denen sagst, so erste Krabbe etc. Und so weiter und natürlich teuer, dann sowieso, dann geht das weg wie warme Semmeln. Die reißen sich förmlich drum. Und ich dachte immer, das Erste beim Essen, Kochen etc. wird immer das Schlechteste. Dachte ich eigentlich auch, aber ich glaube, das gilt nur für Soßen, wenn ich mich nicht irre. Oder aber Pfannkuchen. Ich bin kein Koch. Also ich entschuldige mich jetzt bei allen Köchen unter unseren Hörern, falls sie jetzt lachen, umkippen. Ich bin kein Koch, ich bin Maggi-Nutzer. Stimmt nicht. Sorry. Nein, bin ich auch nicht, aber dazu kommen wir gleich. Also ich habe, weil wir gerade bei Kochen sind, ich war ja noch nie im Genuss von einer Schneekrabbe. Aber die muss ja echt wahnsinnig gut schmecken, wenn man bereit ist, so viel Geld dafür zu bezahlen. Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also, erinnert ihr euch noch an diese komischen Snacks an irgendeinem Bahnhof in Japan, die einfach mega eklig geschmeckt haben und gerade deswegen gekauft wurden? Ja, aber die waren ja nicht keine 5 Millionen Yen. Ja, ich sag ja nur, das heißt nicht unbedingt, dass es super schmecken muss. Also, naja. Also Krabben so schmecken ganz gut. Schneekrabben, weil sie jetzt wirklich so einen großen Unterschied machen. Leute, ich glaube, ganz ehrlich, das meiste Gourmet-Essen, was man da so sieht, würde ich nicht mal anfassen, wenn es das letzte Essen der Welt wäre, weil es sieht immer grundsätzlich irgendwie eklig aus. Echt jetzt? Ja, naja, also ganz ehrlich, was die da teilweise verarbeiten, also sorry, nee. Ja, ich bin aber auch so ein Mensch, der nicht so wirklich auf Kaviar oder sowas steht. Mal abgesehen davon, vielleicht hey, wir sind gepflegte Mittelschicht. Wir geben uns, da würden uns doch die ganzen Inhaltsstoffe fehlen. Geschmacksverstärker und so weiter.
Ich fühle mich jetzt irgendwie beleidigt, weil ich so jemand bin, der sehr gerne gut isst, vor allem so richtig guten Kaviar und Fisch und Krabben. Ja, ich muss ehrlich sagen, also sorry, aber ich war einmal im Gourmet-Restaurant. Ich habe irgendwann dann den Kellner gefragt, sagen Sie mal, gibt es auch noch ordentliche Portionen oder was soll dieses Appetithäppchen? Ich habe nicht gesagt, dass ich Mini-Portionen mag. Ich sagte, ich mag gutes Essen. Naja, war halt, also ja, die Reaktion lustig. Ja. Ist genauso wie, man sollte übrigens nicht Ketchup verlangen, habe ich festgestellt. Ach Gott, ich war ganz schnell wieder Oh. raus. Es hat halt nicht geschmeckt. Ich bin Hausmannskostesser, ich kann es nicht ändern. Esst du das erste, verzeih ich dir noch. Das zweite, wenn ich nicht bei Ketchup, hört mir der Ja, das Spaß Ketchup habe ich ja eigentlich nur bestellt, den Koch zu ärgern. Ne? auf. Ja, das verstehe ich schon. Dass gleich ein Aber. Messer nach mir fliegt, hätte ich jetzt nicht erwartet. Autsch. Ja. Warst du in Deutschland oder in Japan? In Deutschland. Okay. Oh, Der aber ich war weiß. stinksauer, das, ja. Ich kann mich auch mal erinnern, ich war mal in einem Sushi-Restaurant. Also ein sehr, sehr traditionellen Sushi-Restaurant. Und da saß so eine Familie mit einem Kind da und die haben auch nach Ketchup gefragt, weil das Kind den Fisch nicht essen wollte. Oh, ich habe, glaube ich, noch nie Aber einen Japaner so fluchen gehört. da fragt man sich halt auch, warum nimmst du dein Kind mit in ein Sushi-Restaurant? Ich meine, es gibt doch eigentlich nur super wenig Kinder, die Fisch oder überhaupt noch rohen Oh, Fisch in dem Alter Vorsicht, mögen, oder? Vorsicht, du warst noch nie in Norddeutschland, oder? Ja, aber roher Ich Fisch ist ja sagte schon wieder eine andere Rotfisch. Sache. Ach, roher Fisch, matt jetzt geht immer, glaube ich. Ich sag jetzt mal nichts dazu. Ich muss dir tatsächlich zustimmen. Ich habe eine Weile lang in Hamburg gelebt und ich fand rohen Fisch eigentlich super geil. Und allgemein Fisch. Ja, Als das ist so Kind. das, was mir ganz gewaltig fehlt in meinen Essensgewohnheiten. Kein Thema, ich esse gerne kein Fleisch, ich mag das Zeug sowieso nicht, aber Fisch, das ist so gemein. Es Das ist gibt echt doch auch hart. die, wie heißt das, Pesketarier oder so, die Fisch essen und Ja, kein aber Fleisch. nee, sorry, wenn dann ordentlich. Das Gemeine ist halt, ich kriege immer Einladung zu Sushi-Restaurants, dann denkst du dir, toll, klasse, kannst nicht hin. Es gibt Obwohl, es gibt zwar, ja auch vegetarisches Sushi. gibt es auch, aber ja. Die Auswahl hier in Deutschland ist ein bisschen beschränkter. Also jedenfalls hier in Köln. Aber wenn wir schon über Vegetarismus reden, das hört sich gerade so terrormäßig an. Japan möchte tatsächlich mehr für Vegetarier tun. Denn seien wir mal ehrlich, es ist so eine Sache. Man kommt nach Japan und steht dann da und denkt sich, Scheiße, wo esse ich denn jetzt was? Das Problem ist, die Produkte sind nicht richtig ausgezeichnet. Man kann halt teilweise oder fast immer nicht wirklich erkennen, ist da jetzt eigentlich Fleisch drin oder nicht. Also wenn man das Etikett überhaupt lesen kann. Und auch bei Restaurants ist immer dasselbe. Also da fleischfrei zu essen, mal abgesehen davon, dass man doof angeguckt wird, wenn man danach fragt, ist halt ein bisschen schwierig. Ich habe das damals, als ich nach Japan gegangen bin, ich habe mich sehr lange Zeit nur vom Brot ernährt. Also ich glaube, das war Brot, ich bin mir da immer noch nicht so sicher. Und habe extra Japanisch gelernt, damit ich vernünftig erklären kann, was ich eben nicht esse. Und das geht halt sehr, sehr vielen Menschen so. Das liest man auch tatsächlich immer in vielen Erfahrungsberichten. Ja, ich war in Japan und verdammt, ich konnte nur Brot essen oder Reis. Weil einfach die Auswahl klein ist. Zwar entdecken immer mehr Restaurants, oh, es gibt ja auch Vegetarier und bieten dann hier und da mal eine Mahlzeit an, aber die Auswahl ist klein und man muss vor allen Dingen auch erstmal so ein Restaurant finden. Und das soll sich jetzt ändern, denn dafür wurde jetzt eine. Oder hat sich jetzt aus allen Parteien eine Fraktion gebildet, die jetzt gerade darüber beratschlägt, oder schlägt? Beratschlagt. Beratschlagt, was man denn tun könnte. Denn, und das ist sowieso das Genialste, wenn du den Islam angehörst, also den Glauben, dann hast du kein Problem. Also Halal ist in Japan sehr weit verbreitet, aber für Vegetarier und Veganer, nein. Und das soll sich jetzt halt ändern. Und zwar mit Leitfäden für Restaurants und auch Lebensmittelhersteller. Und eben auch ein Gütesiegel soll helfen, dass man halt viel, viel schneller erkennt, aha, das ist für mich geeignet. Denn jetzt kommen ja immer mehr Touristen im Land, ins Land. Und alleine letztes Jahr, laut Schätzung, sollten das so 2 Millionen Vegetarier gewesen sein. Veganer, dafür gibt es leider keine offiziellen Zahlen. Und deswegen möchten sie jetzt halt was tun. Mittlerweile beratschlagen sie auch ganz wild und diskutieren auch, ob öffentliche Mittel dafür angewandt werden sollen, damit man halt eben diesen Touristen gerecht wird. Ja, man muss ja noch dazu sagen, das ist ja nicht nur für die Vegetarier. Man denkt ja auch zum Beispiel an die Leute, die eine Lebensmittelunverträglichkeit haben. Das kann bei Fleisch nämlich übrigens auch passieren. Es wird nämlich auch an Leute gedacht, die keine Milch vertragen, also auch Laktoseintoleranz. Man möchte allgemein sich da so ein bisschen offener zeigen und halt versuchen, den Touristen auch den Urlaub so angenehm wie möglich zu machen, weil
wenn du mal aus Versehen sowas isst, macht der Urlaub garantiert weniger Spaß. Und ich glaube, Laktose führt das nicht zu. Ja, das meinte ja. ich damit. Dann macht das auch für die anderen Gäste keinen Spaß, weil also genau genommen ist es eine Sicherheitsmaßnahme. Aber. Es werden sich sicherlich auch die vielen japanischen Vegetarier drüber freuen. Also ja, davon gibt das ist ja eh der ganz, das ist eh der ganz große Witz. Es ist ja nicht weit verbreitet, obwohl eigentlich ja Mönche da rumhüpfen. Und da das eigentlich sehr weit verbreitet ist, auch wenn das überhaupt nicht mit dem Buddhismus zu tun hat, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Es ist halt trotzdem einfach so, der Schritt ist halt wichtig, denn da hängt Japan einfach total hinterher. Ja, das stimmt. Also wir hatten ja schon mal das Thema, dass es sehr schwer ist für Vegetarier Ja. in Japan was Anständiges zu finden. Vor allem, weil viele Japaner die Problematik von Vegetariern und Veganern gar nicht verstehen. Wenn man halt fragt, ist da kein Fleisch drin, dann denken sie halt tatsächlich, man meint nur Fleisch, also und was tierisch ist. Und wenn die dir aber dann, weiß ich nicht, Nudelsuppe vorsetzen und du stellst fest, oh, das ist, ihr weiß ich nicht, Rinderbrühe oder whatever, dann sagen sie, aber das ist doch kein Fleisch. Also Ah. die sind sich gar nicht bewusst, wie tiefgreifend das ist, auch so ein Thema Gelatine und so weiter und so Nee, fort. überhaupt nicht. Also es ist wirklich teilweise sehr, sehr schlimm. Ich meine, gut, kann ich verstehen. Sollen sie essen, was sie wollen, aber man muss halt auch immer bedenken, es gibt einfach Menschen, die machen das nicht. Und auch in Japan gibt es durchaus Vegetarier und Veganer. Auch die haben es halt verflucht schwer. Also ich bin mit einer befreundet, die klagt mindestens einmal in der Woche über ihr Leid. Von daher ist es eigentlich ein, ja, ich finde ein richtiger Schritt. Auf jeden Fall. Und es wird ja auch nur häufiger und ja gewöhnlicher werden, dass halt. Natürlich, also Beispiel Deutschland, es leben tatsächlich immer mehr Menschen vegetarisch. Ja. Gut, es erscheint sich weniger jetzt vegan zu leben, weil vegan ist auch wirklich verdammt schwierig. Aber Vegetarier findet man mittlerweile zuhauf. Und ich Ja. meine, es ist auch allgemein für das Verständnis vom Tierwohl und so weiter und so fort. Ich selbst bin nicht Vegetarier, aber ich versuche, so gut es geht, vegetarisch zu leben. Also wenn ich Fleisch esse, dann halt nur, wo ich wirklich weiß, dass das keine arme Kuh ist, die in einem Schuhkarton gelebt hat und so weiter. Allgemein auch, wir hatten ja auch das Thema schon, dass Tierschutz in Japan ein sehr schwieriges Thema ist. Vielleicht entwickelt sich da halt auch so ein besseres Verständnis gegenüber den Das Tieren glaube ich und jetzt wiederum nicht, aber also ich muss man ganz kann ehrlich ja sein, hoffen. man muss ganz ehrlich sein, ich bin jetzt seit 20 Jahren Vegetarier. Also ungefähr, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich bin halt der Meinung, es soll jeder Fleisch essen, wenn er will. Mir soll es egal sein, solange ich nicht dazu gezwungen werde, das essen zu müssen. Aber ich Das finde, sowieso. dieser Konsum ist einfach übertrieben, weil, ganz ehrlich, du findest ja mittlerweile überall Fleisch oder Tierprodukte drin. Also zum Beispiel in Chips, was soll das? Das ist doch Blödsinn. Sorry, das sind Kartoffeln. Hast du mir nicht auch mal erzählt, dass selbst in Waschmittel Ja. teilweise Oh ja, tierische Stoffe, in vor allem Weichspüler. Weichspüler. Ist richtig eklig. Wenn man Eben. sich das mal anguckt, wie das produziert wird, du willst nie wieder Weichspüler benutzen. Richtig. Tue ich eh nicht, aber. Nein, aber es ist tatsächlich so. Und das Ding ist halt auch so, jetzt die großen Fastfood-Ketten, also hier das Goldene M mit seinen 1-Euro-Burger und so einem Blödsinn. Sorry, die Qualität vom Fleisch kann einfach da nicht gut sein. Und ich bin halt, also persönlich jetzt der Meinung, wenn man Fleisch essen will, soll man das halt so machen wie zu Großmutters Zeiten, wo das halt was Besonderes war. Und ich finde, das ist sehr, sehr stark bei uns verloren gegangen. Ja, allgemein, wenn schon Grillsaison ist, sieht man ja teilweise, wie krass viel die Boah, Leute ja. einfach wahllos Fleisch in sich Ja, hineinstopfen. vor allen Und Dingen ich sag ganz das ehrlich. extra wirklich als jemand, der Fleisch isst. Und auch so perverse Sachen wie, weiß ich nicht, Bratwurst in Speckmantel und dann noch mit Hackfleisch ummantelt. Warum? Ja, oder Das ist doch jetzt mal widerlich. ganz ernsthaft, dieses marinierte Fleisch, du kaufst da Fleischreste. Also ich gucke ab und zu mal ein bisschen NDR, also jedenfalls auf YouTube. Und da gibt es eine Sendung namens Marktcheck, nennt sich die. Und die haben das halt mal durchgetestet. Also ganz ehrlich, da wird einem doch schlecht bei. Also dann soll man wirklich auf die Qualität achten. Man weiß, okay, ne, ich kaufe mir was Gutes, achte vielleicht sogar noch auf Bio, dann weiß ich halt auch, dass die Viecher einigermaßen vernünftig gelebt haben. Oder zumindest keine Medikamente da drin sind und fertig. Und ja, also sorry, aber so dieses, ich muss Fleisch essen, ich bin ein ganzer Kerl, das ist Ja. so ein dämliches Verhalten. Also, nee. Und da Naja, finde wie ich so ein halt auch den Schritt von Japan recht gut. Ich kriege jetzt bestimmt schon wieder Mecker aus der Regie, dass wir wieder zu Japan kommen sollen. Ja, genau. Ne, also da ist der Schritt von Japan halt eben auch super, weil da ist zwar nicht ganz so krass wie jetzt hier, wo sich da wirklich nur Fleisch reingedrückt wird, also wo es eigentlich nur geht, eben, das hat man manchmal das Gefühl. Aber da ist ja Fisch vor allen Dingen sehr stark vorhanden, weil, mein Gott, du findest eigentlich Fisch fast überall. Obwohl es halt eine gute Alternative gibt.
Aber ja, im Prinzip, man muss die Leute bedienen und vielleicht entwickelt sich ja auch eine neue Industrie. Wer weiß. Ich meine, schaden könnte es ja auf jeden Fall nicht, vor allen Dingen, weil Japan ja mit einigen Fischarten schon, beziehungsweise generell halt Asien, also auch Südkorea oder klar, Nordkorea hört man ja immer öfter mit Überfischung zu kämpfen Ja. haben. Also. Naja, die Chinesen Aber. fangen ja auch ganz gut weg vor den Küsten. Ja, ja, ja. Aber wo wir gerade bei Fisch sind, da könnten wir mal über ein weiteres Problem reden, weil die Japaner lieben ihren Fisch, aber anscheinend nicht den Reis dazu, den es manchmal gibt. Genau, und zwar die Sache ist die, dass Sushi-Restaurants findet man ja in Japan an jeder Ecke. Und sie sind auch durchaus sehr beliebt. Allerdings gibt es immer mehr Berichte davon, dass Leute tatsächlich nur den Fisch essen von dem Sushi und dann tellerweise den Reis einfach liegen lassen. Das regt natürlich andere Kunden erstmal auf, weil wie unhöflich ist das denn bitte? Und zweitens natürlich auch die Restaurants, weil die müssen ja den Reis im Prinzip wegschmeißen und das ist eine unglaubliche Dazu Lebensmittelverschwendung. muss man ganz kurz, das ist übrigens tatsächlich auch in Deutschland ein ziemliches Unding. Das ist ganz, ganz weit verbreitet hier in Deutschland. Echt, dass man den Ja, Fisch tatsächlich, isst? dass man wirklich nur eben oben mal kurz abknabbert und dann lässt es mal zurückgehen. Und da hat sich in Deutschland mittlerweile so weit herauskristallisiert, dass du hier dann Strafe zahlen musst und das nicht zu knapp. Ja, Was also dieses ich mit dem richtig finde. Strafe zahlen ist ja, dass du generell, wenn du was übrig lässt, Strafe zahlen musst. Und das ist halt zum einen, damit man den Reis nicht nur übrig lässt, zum anderen aber auch, weil es hier ja sehr, sehr viele Sushi-Restaurants halt auch im Form von All You Can Eat gibt und es gibt halt richtig viele Leute, die sich Unmengen bestellen und dann die Hälfte liegen lassen. Ich war letztens in einem Sushi-Restaurant, da war es dasselbe. Die haben halt das auch auf ihre Speisekarte geschrieben. Und das Schöne daran ist halt eben, dass sie das Geld gespendet haben. Das fand ich Oh, eine das ist richtig cool. tolle Idee. Das ging dann einfach an, ich glaube, eine Tafel, wenn ich mich nicht irre. Ja. Das war eine total tolle Idee. Auf Weil jeden Fall. vor allen Dingen, der Das wird. Reis gehört dazu. Also den sollte man mitessen. Und gerade in Japan den Reis zu verschmähen, ist das auch ein Unding. Ja, das ist sowieso erstens, weil japanische Kinder grundsätzlich erzogen werden, alles aufzuessen, wie glaube ich eigentlich jedes Kind auf der Welt. Also, bei mir gab es auch immer Ärger, wenn was übrig blieb. Aber dann auch noch so was Besonderes wie Sushi, weil ich meine, Sushi isst man ja eigentlich, wenn es gute Sushi ist, nicht jeden Tag unbedingt. Na, natürlich Und das ist nicht. ja halt eine Kombination, die wirklich nur schmeckt, wenn man beides zusammen isst. Und viele Leute fragen jetzt auch mittlerweile, warum die Leute sich nicht einfach entweder was anderes nur mit Fisch bestellen oder woanders halt essen gehen. Warum muss man ausgerechnet dieses Sushi von Laufband nehmen, nur um den Fisch runterzupopeln Naja, und den Rest stehen zu lassen? das könnte der Preis erklären. Sashimi, also sprich einfach nur Fisch, ist relativ teuer. Ja, aber trotzdem, also ich würde ein unglaublich schlechtes Gewissen haben, wenn ich sowas mache. Ja, Also ich würde natürlich. mich als sehr schlechten Menschen fühlen, wenn ich erstens das alles runterpuppe, weil was denkt sich der Sushi-Meister dabei, wenn der das so sieht? Der will ich wahrscheinlich Naja, also erdolchen und selbst filetieren. das kommt auf das Restaurant an. Also in dem Fall, über den jetzt hier gesprochen wird, vor allen Dingen. Da geht es um die Schnellrestaurants. Wenn du jetzt in einer richtigen Sushi-Bar drin sitzt, wo der Meister direkt vor dir steht, ich glaube, da machst du es nicht, weil dann kriegst du keinen neuen Teller. Da hast du gefälligst aufzuessen. Das gehört sich einfach so. Und ganz ehrlich, bei den Preisen, ich würde es auch lieber aufessen. Ist auch Ach richtig ja. so, also bitte. Naja, Ich finde es ziemlich krass, dass es Ja, ausgerechnet so ist. es ist, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, die Lebensmittelverschwendung in Japan nimmt ja zu. Also wir haben jetzt letztens zwei Videos von einem Partner bekommen, die haben wir auf Facebook gepostet. Da wurde ja, so eine Fleisch, also eigentlich soll es eine Suppe darstellen, aber man hat die Suppe nicht mehr gesehen. Das waren Klar. so, ich weiß nicht, wie viel Kilo Fleisch und juhu, man haut sich dann rein und im zweiten Video hat man dann gesehen, dass das waren Käse, überbackene, sonst irgendwas. Also eigentlich war es ganz kleines Stück Fleisch, ganz viel Käse drumherum, dann nochmal Panade, dann wieder Käse, wieder Panade. Oh. Sorry, Oh, da. ich krieg Sodbrennen nur vom Zuhören. Ja, Dito, das dachte ich mir auch, als ich das gesehen habe. Also es wird momentan extrem übertrieben. Einfach so Megaportionen. Heute haben wir ein Video gepostet, da war, also ganz ehrlich, da war ein halbes Schwein in der Suppe drin. Was soll denn das? Ja, ich glaube, das ist auch so Japans Liebe für das Extreme. Ja, also gerade diese auch Fresswettkämpfe, die man so aus den USA kennt, die sind in Japan ja unglaublich beliebt.
Oder halt generell so Gerichte von wegen das kleinste oder größte der Welt oder mit den meisten von dieser Zutat ist ja nicht gerade unüblich. Wobei Ja, man versucht das. halt was Besonderes zu sein, ne? Ja, aber nicht mit sowas, weil, sorry, es gibt genug Beispiele, dass man Essen vielleicht nicht verschwenden sollte. Und ich meine, wir Ja, schmeißen natürlich. allgemein, auch Japan schmeißt irrsinnig viel Lebensmittel weg. Das ist halt so eine Sache. Also, da sollte man vielleicht in der heutigen Zeit zumindest mal zweimal nachdenken. Denn, wie wir ja schon erwähnt haben, die Überfischung spielt ja auch mal eine ganz große Rolle. Das heißt, es wird ja immer teurer. Was kein Wunder ist, also wir hatten, ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen hatten im Podcast, aber wir hatten letztens einen Artikel über Tintenfische, Ja, hatten wir die im drüber gesprochen. Preis förmlich explodieren. Und ja, da sieht man doch, was passiert mit der Verschwendung. Also sollte man vielleicht das Essen nicht verschwenden und vor allem wertschätzen. Ja, ich habe auch so irgendwie das Gefühl, dass mittlerweile so dieser exzessive Konsum einfach massiv ansteigt. Man sieht halt, oh, größer, fetter, besser. Und man denkt sich so, naja, gut, dann bleibt halt was übrig. Wie gesagt, ich bin ein Mensch, ich kann sehr ungern Essen verschwenden. Selbst in Restaurants versuche ich das entweder aufzuessen oder lasse es mir einpacken. Ja, Einfach, weil man ich mir lässt. denke, erstens habe ich dafür bezahlt und Richtig. zweitens, sonst landet es doch im Müll. Ja, und außerdem stand da ja so ein armer Irre, der es auch noch kochen musste. Aber ja, ich verstehe schon die XXL-Restaurants hier in Deutschland nicht. Ich finde das absolut. Nee, da fehlen mir eigentlich ehrlich gesagt sogar die Worte. Und das ist in Japan halt genauso. Also diese Riesenportionen oder massenhaft hintereinander, so all you can eat bis zum wirklich geht nicht mehr oder Exitus, die nehmen ja wirklich ganz, ganz radikal zu. Und ist, finde ich, persönlich gesehen ein ziemlich besorgniserregender Trend. Denn auf der anderen Seite gibt es auch in Japan genug Leute, die sich das nicht mal ansatzweise leisten können und die auch teilweise extrem am Hungern sind, weil sie einfach das Geld nicht haben. Und also, nee. Ist absolut nicht Ja, in Ordnung. da erinnere ich, muss ich mich immer so an die Story erinnern, dass viele Eltern, vor allem alleinerziehende Mütter, total panisch werden, wenn Sommerferien sind, weil sie nicht richtig wissen, wie sie ihre Kinder ausreichend ernähren, weil Richtig. sie das Geld einfach nicht dafür haben, weil normalerweise während der Schulzeit kriegen die Kinder das Essen ja in der Schule und das ist ja meistens mit allem inbegriffen. Und ja, die haben dann tatsächlich so die Ministerien angeschrieben und meinen so, hey, wir wissen nicht, was wir unseren Kindern vorsetzen sollen, außer halt nur Reis und Nudeln. Also, Ja. und das ist ziemlich traurig, wenn man bedenkt, dass halt andere Leute dann so exzessiv Essen konsumieren, Ja, um aber es dann man auch muss aber auch noch was wegzuschmeißen. anderes erwähnen. In Japan gibt es eine sehr hohe Obdachlosigkeit. Also gerade in den Ballungsgebieten, selbst Menschen, die arbeiten, leben ja teilweise obdachlos. Aber darunter gibt es natürlich auch die ganz, ganz, oder die Menschen, die es ganz schlimm getroffen haben, die einfach, ja, im Prinzip gar kein Geld haben. Und es gibt halt nicht sowas wie staatlich geförderte Projekte, die eben diesen Menschen zum Beispiel Essen verteilen und so weiter. Und das machen ja tatsächlich Privatpersonen, aber so viele sind es halt auch nicht. Weil da läuft es ja eher nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn, gibt's nicht, fertig. Und gerade wenn man an diese Leute denkt, also ganz ehrlich, dann soll man vernünftig kaufen oder es sein lassen, aber man sollte halt wirklich da denken, ey, hallo, vielleicht sitzt irgendwo bei dir in der Nähe jemand, der hätte das ganz gerne. Vielleicht hörst du einfach mal auf zu verschwenden. Man kann einfach nur hoffen, dass es ein Trend ist, der sich nicht so lange hält, wie so viele Sachen, und dass Japan halt erkennt, dass es anders vielleicht Der besser hält sich aber schon funktioniert. ziemlich lange mittlerweile. Na, wer weiß, wer Du, weiß. es gibt sogar in Japan eine Liga für Wettfresser. Das gibt es, glaube ich, in jedem Land irgendwie. Echt, gibt's das in also in Deutschland habe ich sowas noch nicht gehört. Hoffe Ich auch ich. nicht, aber Deutschland Naja. hat Jumbo Schreiner. Ja, komm, Jumbo hat abgenommen, ja? Also ist Jumbo sympathisch. Ah, darüber können wir gerne nach dem Podcast nochmal drüber sprechen. Ich habe keine Ahnung, wer Jumbo ist, aber passt schon. Ach so, gut. Du weißt, ich habe keinen Fernseher. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich dachte, man kennt ihn aus dem Internet so. Aber gut, alles Naja, gut, also okay. Ich kenne ihn auch jeden nicht. Krams gucke ich Oh, jetzt auch nicht. so versucht man dann so einen Joke zu machen. Keiner versteht ihn, weil niemand weiß, wen ich meine. Ich rate mal. Abenteuer leben oder Galileo? Galileo. Ja, gut, dann ist sowieso uninteressant. War ja zuerst irgendwo. Ah ja, okay. Ah, wir kriegen schon Gut, wieder Ärger, wir wollen müssen wir, das wir können Thema ja. wechseln. Wir können Okay. dann noch. Willst du noch den Kaffee machen? Ja, ich will noch den Kaffee machen. Da kannst du sagen, wir haben noch was Gutes, was Ja, Positives. eine gute positive Sache haben wir noch, gerade für die Kaffeetrinker übrigens unter uns. Bald kann man in Japan Kaffee kaufen. Und zwar Kaffee, der in Japan auch angebaut wurde, was irgendwie kurios ist. Und zwar soll der 2022 auf den Markt kommen. Ich kann leider den Getränkehersteller nicht wirklich aussprechen, deswegen lasse ich das mal. Ist in
Nur in begrenzten Mengen verfügbar. Klar, logisch, so viel wird da jetzt nicht unbedingt angebaut. Und wird halt als Spitzenkaffee verkauft werden. Also auch verdammt teuer. Also mittlerweile habe ich ein bisschen, ich habe mal nachgefragt, wie teuer die denn das so vorschwebt. Umgerechnet 230 Euro in der Packung. Bitte, warte, wie groß ist die Packung? 500 Gramm. Ist sehr viel für Kaffee. Man muss aber auch dazu sagen, dass sie mit den meisten Einnahmen davon Projekte fördern, um den Kaffeeanbau in Japan zu fördern, der nämlich tatsächlich sich als lohnenswert oder als sehr lohnenswert für die Bauern angesehen wird, weil ja die halt auch immer mit extremeren oder heißeren Temperaturen zu kämpfen haben. Und da soll Kaffee wohl nicht so schlecht sein als Alternative. Ob das jetzt stimmt, weiß ich übrigens nicht. Ich bin kein Kaffeebauer. Aber wenn das so ist, dann, ich meine, warum nicht? Ich habe von diesem Projekt tatsächlich schon mal vor ein, zwei Jahren gehört. Und also auch mit dem Hintergrund, dass die Kaffee, also dass die Bauern an sich nach was Alternativen gesucht haben und halt auf Kaffee gestoßen sind. Mhm. Wenn man natürlich mehr anbaut, wird der Kaffee natürlich auch günstiger, ist klar. Ja, klar. Man muss aber auch dazu sagen, dass es für die Allgemeinheit ein großer Vorteil ist, weil Kaffee, also die Produktion von Kaffee geht halt immer weiter zurück, weil halt die Nachfrage so hoch gestiegen ist. Mhm. Das heißt, die Länder, wo aktuell das angebaut wird, die kommen nicht mehr hinterher. Was führt natürlich dazu, dass es bei uns hierzulande dann teurer ist, genau wie Zucker und Kakao auch mit der Zeit immer teurer werden. Und wenn halt Japan dann damit einsteigt und sagt so, hey, yo, wir können auch Kaffee produzieren, dann sinken natürlich auch bei uns mehr oder weniger auf Dauer die Preise, ja, wenn sich das natürlich halt durchsetzt. Das ist aber utopisch, weil das wird ein paar Jahre dauern, bis die irgendwie ausreichende Mengen produzieren. Deswegen sage ich ja, wenn sie soweit sind. Also ich glaube, selbst wenn sie den Inlandbedarf einigermaßen mitdecken können, wird es auf jeden Fall in Japan günstiger. Und, ich weiß nicht, trinken die Japaner so viel Kaffee? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob Starbucks so erfolgreich ist wegen seinen Shakes oder wegen seinem Kaffee. Kann ich nicht beurteilen. Ich nehme mal an, wegen den gefühlt 100 saisonalen Angeboten und Aktionen. Also ich weiß zumindest, dass nur wenige Japaner Kaffee kochen können. Ja, das wollte ich sagen. Starbucks besteht in Japan doch eigentlich überwiegend nur aus Angeboten, die mit sehr viel Sahne, Milch und Zucker sind. Ja, irgendwie so. Also Kaffee sehe ich da sehr, sehr selten in den speziellen Getränken. Also man wird zumindest manchmal ganz schön doof angeguckt, wenn du einen Kaffee bestellst, habe ich festgestellt. Ja, zugegeben. Nein, aber ich meine, es ist eine nette Alternative. Und wenn es den Bauern, also für die Bauern sich als lukrativ erweist, finde ich das eigentlich eine ganz gute Idee. Und wenn es so teuer wäre, ja würde ich es auch schon unter dem Handelsabkommen mit Trump leiden. Also. Ja gut, sie haben auch ein Handelsabkommen mit der EU, also das ist auch nicht unbedingt besser. Also von daher. Aber hey, ich habe mir heute sagen lassen müssen, dass Japan sich bald wieder komplett abkapselt von allen. Das wird schon vorbereitet. Also hat sich das jemand alles erledigt. Ach so, ach, ja, ja dann. Los, ist schon wieder Aluhüte. Zeig, Moment, ich muss ihn kurz rauskramen. Oh je. Kann ich ich habe den mittlerweile immer direkt parat liegen. Oh, sehr vorbildlich. Ja, aber er war steif und fest bei der Diskussion davon überzeugt, dass Japan sich abkapseln wird. Das warten wir noch ein paar Tage. Jetzt wissen wir auch, warum sie Kaffee anbauen. Ja, kommen wir übrigens mal zu einem nicht so schönen Thema, weil wir müssen ja pro Folge auch irgendwas ziemlich Ätzendes haben. Und zwar gibt es da momentan oder hat eine ausländische Mitarbeiterin einer Anwaltskanzlei ein kleines Problemchen. Denn die Anwaltskanzlei weigert sich, ihr den Reisepass auszuhändigen. Folgende Grundgeschichte oder Vorgeschichte. Die Dame aus... Also eine Philippinerin kam als Praktikantin nach Japan, hat eben bei dieser Anwaltskanzlei angefangen als Übersetzerin. Und also sogenannt unter den als technische Auszubildende. Das ist ein besonderes System in Japan. Damit bekommst du halt dann für 5 Jahre ein Visum und kannst dann da halt arbeiten. Du darfst danach auch wieder gehen. Ja, danach hast du zu gehen. Ich glaube nicht, dass du darfst, du hast. Das Problem ist, dass mit technischen Praktikanten oftmals sehr, sehr schlecht umgegangen werden. Und eine der gängigen Praxen ist halt, wir ziehen den Reisepass ein, weil da verschwinden sie nicht. Und dann geht es natürlich los. Also da gibt es Fälle von Ausbeute, die ist also wirklich heftig. Und auch die Dame hat halt zum Beispiel nicht ihren vollen Lohn bekommen und solche Sprenzchen. Und hat sich dann im Juni entschlossen, ich gehe dann jetzt mal. Weil geht hier nicht mehr. Klar, man muss seinen Lebensunterhalt bezahlen und so weiter. Da hilft ja auch keiner. Und wenn du dann nicht am volles Gehalt bekommst, ist das eh eine Schweinerei. Ja, vor allem in einem fremden Land. Richtig. Problem ist jetzt aber, sie hat gekündigt. Und die Firma kennt die Kündigung nicht an.
und gibt ihr den Reisepass nicht wieder. Und wer jetzt meint, aha, dann soll sie doch zur Botschaft rennen und sich einen neuen Pass ausstellen lassen. Nein, das geht eben nicht, weil sie nämlich im technischen Praktikum arbeitet und deswegen keinen neuen Reisepass beantragen kann. Ich kann es nicht genau erklären, aber irgendwie so wurde mir das erklärt. Ja, so und... Bürokratie. Halt. Genau, Bürokratie. Das Ganze ist halt so heftig, dass sich mittlerweile auch andere Ex- oder Mitarbeiter melden und eben genau von demselben berichten. Also auch, sie haben nicht genug Lohn bekommen, ihr Reisepass ist futsch, sie können sich überhaupt nicht frei bewegen. Und wenn ich jetzt überlege, ich müsste halt vielleicht, weiß ich nicht, meine Mama stirbt gerade, ergo ich müsste mal vielleicht in mein Land kurz zurückreisen und kannst du nicht, weil du einfach den Reisepass nicht bekommst, ist das erst eine ziemlich große Frechheit. Und zum anderen ist diese Praxis in Japan eigentlich verboten, aber ohne Strafen. Ja, das hatten wir ja schon so oft. Allgemein ist dieses System sehr, sehr, sehr fragwürdig. Also es gibt auch Berichte davon, dass Leute gar kein Geld kriegen, dass sie das Gelände nicht verlassen dürfen. Das heißt, sie dürfen nur in diesen firmeneigenen Wohnheimen sich bewegen, was ich nicht weiß, wie es funktionieren soll, weil irgendwie müssen die ja auch einkaufen gehen oder so. Dass die Handys eingezogen werden und so weiter und so fort. Sie werden halt behandelt wie Menschen dritter Klasse. Ja, es ist eigentlich... Ich wollte gerade sagen, das sind einfach Verstöße gegen Menschenrechte. Also ich würde das nicht anders bezeichnen. Moderne Sklaverei wird sowas gerne auch genannt. Ja, ich meine, selbst war das LG oder Panasonic, einer von den beiden Unternehmen hat da ja auch kräftig mitgespielt. Die haben ja jetzt erst eins auf die Mütze bekommen, weil sie eben ihre technischen Praktikanten ja gar nicht da arbeiten lassen haben, wo sie hätten eigentlich arbeiten sollen. Durften ja, dann kommt Sitze ja auch in Kampfen montieren oder sowas. Ja, gut, das kommt ja auch wirklich nicht gerade selten vor. Ich erinnere mal an die ganzen Ausländer, die dann hübsch in Fukushima arbeiten durften und keine Ahnung hatten, welcher Gefahr sie sich da aussetzen. Ja, also es ist halt, es gibt ja einen akuten Arbeitskräftemangel in Japan und Japan möchte das ja gerade mit technischen Praktikanten und so weiter oder Auszubildenden oder wie sich die nennen, stopfen. Das Ding ist halt einfach, dass viele Firmen meinen, oh, wir kriegen billige Arbeitskräfte und das war's dann, obwohl es eigentlich gesetzliche Vorgaben gibt, die halt, wie gesagt, wieder ohne Strafen sind. Und damit, versaut sich Japan das eigentlich gerade total. Ich glaube, wir hatten auch im Podcast darüber gesprochen, dass das Visum überhaupt nicht angenommen wird, was irgendwo verständlich ist. Bei den Horrorgeschichten definitiv. Ist ja nur einer von vielen Fällen. Also wirklich, wenn ich jedes Mal einen Euro dafür kriegen würde, dass wir irgendein Gesetz oder irgendeine Regelung besprechen, die etwas verbietet, wofür es aber keine Strafe gibt, ja, dann könnte ich mir auch diesen japanischen Kaffee leisten. Ja, definitiv. Also wirklich, ich habe immer Wobei das Bedürfnis, meinen Kopf auf den Tisch zu hauen. Also eigentlich wurden wir darum gebeten, nicht mehr so negativ über Japan zu berichten. Ist ein bisschen schwierig, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber Wieso, wir hatten noch schönen Kaffee heute schon. Ja. Ja, stimmt. Und ein Rekordschnee. Wir versuchen das ja auszubalancieren. Genau. Ich finde, wir machen das gut. Aber total. Nein, mal ganz ehrlich. Also man berichtet doch generell eher über die negativen Dinge. Das ist doch überall so. Naja, wir haben keine Wahl. Wir müssen halt mit den News arbeiten, die uns zur Verfügung gestellt werden. Ja. Niemand schreibt eine News darüber, dass heute ein schöner Tag war. War es nicht. Zumindest gibt es relativ wenige. Okay, fassen wir kurz zusammen. Nur liebe Leute, damit ihr wisst, wir nehmen ein bisschen früher grundsätzlich auf. Heute ist der 11.11. in Köln. Meint ihr, es war ein schöner Tag? Jetzt mal ich ganz Ich bin nicht in ernsthaft. Köln, aber ich würde auch Nein sagen. Ja, nach 4 Stunden eine komische Trommelgruppe, die nicht gerade spielen konnte. Nein, es war kein schöner Tag. Danke für diesen Sarkasmus, Kim. Ja, das ist, Ja, um noch auf den Artikel zurückzukommen, ich finde, also dass da halt einfach nichts gegen gemacht wird, das ist doch krank. Es ist denen egal, das ist das Problem. Es läuft halt darauf hinaus, die Regierung sagt halt eben, ja, wir brauchen eben Arbeitskräfte, weil wir nicht mehr so viel nachliefern können, wie wir eigentlich bräuchten. Und die Firmen sagen halt, können wir halt machen, können sich ja eh nicht wehren. Und da Japan bekanntlich und Ausländer, so eine Sache, also Touristen ja, aber die hauen ja in der Regel auch noch 2 Wochen oder 3 Wochen wieder ab. Aber alles andere ist immer so eine Sache für sich, da will man doch dann lieber unter sich bleiben. Also nutzt man halt aus. Und da die meisten technischen Praktikanten aus, ich sag jetzt mal, Ländern kommen, die jetzt arm dran sind. Ja, so ungefähr. Springt man da halt drauf, weil, okay, sie wehren sich dann ja nicht, weil sie schicken das Geld ja zu ihren Eltern oder zu ihrer Familie und so weiter. Jetzt aus Deutschland, wenn da jemand hinkommt, wird ihnen das wahrscheinlich nicht so schnell passieren. Wahrscheinlich würde dann allerdings auch bei uns die Botschaft ganz schnell auf der Matte stehen. Ja. Aber gerade bei den anderen asiatischen Ländern sind die gnadenlos.
Ja, also es ist halt auch einfach eine Frechheit, das noch Arbeitskräfte zu nennen. Also wie Bengt es gerade schon sagt, das sind moderne Ja, Sklaven. klar. Anders kann man das wirklich gar nicht bezeichnen. Vor allen Dingen, weil dieses Ausbildungs-, dieses technische Ausbildungs- oder Praktikantenprogramm, es gibt, ich finde, keinen einheitlichen nicht-japanischen Namen, also keine einheitliche Übersetzung dafür. Nee, gibt es nicht tatsächlich. Also sorry an unsere Hörer, aber es gibt keine genaue Übersetzung. Ne? Deswegen, ja, Es gibt auch variieren keine wir. offizielle übrigens. Genau. Von daher wundert euch nicht. Aber ja, dieses Programm ist ja eigentlich dafür da, dass die japanischen Firmen Arbeitskräfte kriegen und im Gegenzug werden die ausländischen Arbeitskräfte halt ausgebildet vernünftig und erlernen halt neue Fähigkeiten, um dann, wenn sie in ihr Land zurückkehren, vernünftig bezahlte Jobs auch wieder zu finden. Richtig. Also eigentlich sollten die Ausländer auch was davon haben. Haben sie leider nicht. Also. Ja, das Schlimme ist aber auch dieses Ding, du darfst hier halt 5 Jahre arbeiten, musst aber einen gewissen Bildungsstand vorweisen und nach 5 Jahren hast du gefälligst wieder abzuhauen. Wenn du Glück hast, darfst du noch deine Family mitnehmen. Darf übrigens nicht jeder, dafür gibt es zwei spezielle Visumklassen. Also ganz ehrlich, ich meine, 5 Jahre, was ist denn das für eine Perspektive? Keine. Ja, genau, das ist nämlich der Punkt. Keine. Und dass das nicht so gut angenommen wird, also es war jetzt im April, wurde es eingeführt und es haben sich bis jetzt irgendwie 300, was der Quatsch, glaube ich, gemeldet. Ich habe ja gerade die Zahl nicht im Kopf, aber es war ganz, ganz wenig. Die Regierung hofft natürlich noch, ja, das Programm wird schon angenommen werden, wir müssen nur noch ein bisschen Aufklärungsarbeit machen. Ich glaube nicht, dass solche Nein. Nachrichten da helfen. Nee. Nein, definitiv Eben, nicht. aber was will man erwarten in einem Land, wo ja fast jeder mittlerweile ein Steuerhinterzieher ist, nicht? Geiler Themawechsel. Ich wollte gerade sagen, 1A Ja, Überleitung, ich bin Micha. heute richtig gut. Ich habe voll den Lauf. Ich merke das. Oh Gott, ich gehe nicht gleich. Naja, ist egal. In Japan wurde ja im Anfang Oktober die Verbrauchssteuer, also die japanische Umsatzsteuer genau genommen, erhöht. Und zwar von 8 auf 10%. Aber bei Lebensmitteln und Getränken und noch so ein paar anderen kleinen Produkten bleibt sie bei 8%. Ähnlich wie hier mit unseren, was waren das, 7 und 19? Nee, ich weiß. Das waren aber Luxusprodukte und halt normale. Ja, Also das Luxus ist und normal. die Das ist im Unterscheidung. Prinzip wie bei uns hier eigentlich auch. Das Ding ist halt, isst du jetzt in einem Restaurant, bezahlst du halt volle Verbrauchssteuer. Aber nicht nur in einem Restaurant, sondern halt auch Im generell Geschäft und in, so weiter, will ich gleich ja. drauf hinaus. Wenn du aber nach draußen gehst und das da halt konsumierst, bezahlst du 8%. Das Problem ist jetzt folgendes: Viele Kunden wissen das nicht oder haben das einfach partout noch nicht im Kopf drin. Kaufen das natürlich zu dem vergünstigten Preis, weil man denkt ja, okay, sie gehen aus dem Laden, gehen dann aber in die Essecken der Geschäfte und essen es da. Ergo Steuerhinterziehung. Was mittlerweile wirklich ein Problem geworden ist und sich sehr, sehr viele Geschäfte darüber beschweren. Denn ja, sie finden das natürlich nicht so witzig. Sollte das auch kontrolliert werden, gibt es auch eine saftige Strafe, aber sie können es halt nicht ändern, denn das Problem ist, viele reagieren ziemlich verärgert, wenn an der Kasse darauf hingewiesen wird. Und auf der anderen Seite, ja, Kaufhäuser haben ja nun mal Sitzbänke. Und die stehen vor Läden, meistens in den Gassen drin. Wie willst du das kontrollieren? Das geht ja gar nicht. Erinnert ihr euch noch daran, dass wir vor einigen Wochen mal die Story hatten, dass ein Laden halt seine Bank gestrichen hat, weil sie Ja. nicht wussten? Und wir dachten so, das lässt sich doch sicherlich ganz einfach lösen, das Problem. Und jetzt diese Nachricht ist eigentlich der Beweis dafür, dass das nicht funktioniert. Aber ehrlich, ja, es ist halt wirklich heftig. Und wenn ich so überlege, so, ich will jetzt hier ganz schnell das Essen, was ich gekauft habe, und setze mich jetzt hier einfach hin und dann so, oh fuck, Steuerhinterziehung, verdammt. Ich finde das aber auch wirklich schwierig. Also ich meine, wie du schon sagtest, das ist ja auch in Deutschland so. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, zwei Produkte kaufe, ja, und ich will das eine hier essen, also in dem Laden und das andere zu Hause, ja, was mache ich denn dann? Bescheid sagen? Ja, splitten die dann extra die Rechnung oder was? Es ist doch Ich dumm. habe keine Ahnung. Ja. Dem platzt dann einfach so der Kopf so, ah, nicht schon wieder solche Fragen. Ja, aber es ist halt einfach so dieses Ding, man hätte das vielleicht ein bisschen anders machen können. Ja, also wie gesagt, ich will auch nicht, dass das sonderlich klug geregelt ist. Auch nicht hier in Deutschland. Also ich habe das bis heute nicht verstanden. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber es gibt ja auch in Deutschland das Problem, dass gerade bei Schnellrestaurants sehr häufig dann auch Steuerhinterziehung begangen wird. Vielleicht,
ja, keine Ahnung, ist das halt sogar nur gäbe oder so. Also das ist halt ganz kurios. Und da wird jetzt halt gerade eine Lösung gesucht. Jetzt will 7-Eleven, also der größte Convenience-Store-Betreiber in Japan, mit Plakaten und Werbespots darauf aufmerksam machen, dass man doch gefälligst sich überlegen soll, wo man ist. Macht jetzt die Sache nicht besser, aber naja. Und sie wollen auch anfangen, massiv nachzufragen, auch wenn es den Kunden halt wirklich nervt. Hey Leute, ist das eigentlich auch wieder so eine Regelung, die halt irgendwie verboten ist, aber für die es keine Strafen gibt? Hast du schon den 1-Euro-Bereich für das Glas? Nein, bei Steuerhinterziehung, ich glaube, da findet das auch Japan nicht lustig. Ach so. Da geht es ja um Geld für den Staat. Ja, Kapitalismus lässt grüßen, ich verstehe schon. Ja. Ja, so du Menschenausbeutung oder so, ist ja egal, aber Steuerhinterziehung, das geht nicht. Ja. Ja, es ist auf jeden Fall heftig. Hm. Aber ich finde es trotzdem noch so lustig, dass du sagst, no, das sind die Japaner, sind doch toll, die machen das auch sicherlich von alleine. So, nö, tun sie nicht, nein. Ja, so freundlich sind die Japaner halt auch nicht. Wenn es um Geld geht, hört auch die Freundlichkeit der Japaner auf. Ich glaube, viele denken sich einfach, denen ist es auch zu blöd, weil... Nein, ich glaube einfach auch, viele wissen es einfach noch nicht. Die sind halt was ganz anderes gewöhnt. Das ist das erste Mal, dass es einen reduzierten Steuersatz gibt. Und ja Gott, das sind jetzt 4-5 Wochen ungefähr. Also, dass man sich daran noch nicht gewöhnt hat, ist ja wohl irgendwo verständlich, finde ich. Und ich, auf jeden Fall. Das werden die Leute auch größten... Also, klar, es gibt mittlerweile auch schon untereinander ein bisschen Gegängel, so nach dem Motto, du hast weniger bezahlt, aber du sitzt hier. Man kennt das ja, Mobbing, ne? Juhu. Aber ich glaube, viele machen das einfach auch gar nicht mit Absicht. Nee, auf keinen Fall, denke ich auch nicht. Und auch, dass du, was du ja gerade eben gesagt hattest, diese Sitzbänke, die dann vor den Läden oder halt, keine Ahnung, 100 Meter weiter stehen, dass die halt auch gelten als im Laden essen und damit in diesen höheren Steuersatz fallen, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, da haben sie auch nicht wirklich nachgedacht, als das Gesetz oder die Erhöhung eingeführt haben. Aber wenn ich jetzt halt überlege, ganz ehrlich, weiß nicht, Oma mit ihren drei Beinen, die muss ich halt zwischendurch mal hinsetzen, also sorry. Ja, ich weiß, das war jetzt ein gemeiner Ausdruck, sorry, aber ich schüttel gerade... Nein, wir verstehen schon, was du meinst, denke das ich. Das ist nett, ich hoffe, unsere Hörer auch. Ja, okay, was haben wir denn heute noch so Schönes auf dem Zettel? Ah, ja. Schon wieder so richtig in dieser Rent-Stimmung drin. Also, yo. ich könnte mich jetzt schon wieder richtig aufregen. Gut, dann kommen wir jetzt zum Kindermissbrauch. Oh, yay. Echt jetzt? Echt jetzt. Denn Japans Polizei kämpft mit einer ganz einfachen Taktik dagegen. Es ist so. In Japan ist Twitter tatsächlich ein, oder allgemein Twitter sehr beliebt. Also ich glaube, die haben mehr Twitter-Konten als Facebook-Konten in Japan. Und da ist es halt leider natürlich auch so, dass sich da dann wieder ganz schön viel Gesindel rumtreibt, die halt Jugendliche anschreiben, sie nach freizügigen Bildern fragen oder sie eben dazu bewegen wollen, dass man sich trifft, dass man sich trifft, Punkt. Genau, alles Weitere lassen wir offen. Ja, danke. Und die Polizei in einigen Städten hat sich jetzt gedacht, okay, da gehen wir jetzt gegen vor. Und die Taktik, die sie anwenden, ist ganz einfach. Sie beobachten und schreiben dann sowohl denjenigen, der eben diese Frage stellt, ganz offen ist das wohlgemerkt, das ist, läuft nicht per PN ab, und eben auch den vermeintlichen Opfern, in Anführungsstrichen, an und warnen sie einfach, also den Täter eben davon, sorry, aber das hier ist keine gute Idee. Und dem vermeintlichen Opfer erzählen sie dann halt fröhlich in einem Tweet, was eben alles passieren kann, dass er vorsichtig sein soll. Und sie leiern sogar tatsächlich selber Treffen an, um eben Abschreckung zu bieten. Das ist eigentlich eine gar nicht so ungewöhnliche Masche. Also es gibt auch in anderen Ländern viele Polizisten, die das so machen. Es ist aber eigentlich traurig, dass man überhaupt zu solchen Mitteln greifen muss. Vor allem, dass es halt sehr offen auf Twitter abläuft und... dass die eigentlich da überhaupt kein Schamgefühl mittlerweile mehr haben. Man muss auch dazu sagen, Twitter ist ja auch bekannt, da kannst du ja eh melden, was du willst, da passiert ja sowieso nichts. Ah, es kommt drauf an. Ich sag ganz vorsichtig, es kommt drauf an. Bei gewissen Dingen kann Twitter sehr, sehr schnell sein. Das müssen nicht unbedingt immer die richtigen sein. Ich weiß, wir brauchen bloß mal kurz in den Log unserer unseren Social-Bot gucken, da sind ja einige Artikel gesperrt, die Twitter nicht veröffentlichen wollte. Tja. Wobei das eigentlich... Die meisten Politik-Themen, glaube ich. Naja, jedenfalls, ich finde die Idee eigentlich... Aluhut? Ja, so ungefähr. Ich finde die Idee aber tatsächlich eigentlich gar nicht so schlecht. Denn viele
gehen einfach viel zu unbedacht an die ganze Sache ran, freuen sich, juhu, wir kriegen neues Taschengeld oder ich kriege irgendwas geschenkt oder was weiß ich was. Ja, und schwupps, haben sie dann eben diese sehr unschönen Probleme, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Von daher, richtige Maßnahme. Und vor allen Dingen wichtige Maßnahme. Also ich denke halt auch, dass die Aufklärung der Minderjährigen definitiv was bringen wird. Einfach weil das halt viele nicht wissen. Und je bekannter das Ganze wird, eben auch durch Newsseiten, die das halt aufgreifen etc., desto mehr Kinder erfahren natürlich von den möglichen Gefahren. Dass sich halt Polizisten als Minderjährige ausgeben und sich halt treffen, ist natürlich auch sehr effektiv. Das Einzige, treffen sich mit den Minderjährigen. Ach so, ich dachte, die treffen sich mit den Creepern. Sie treffen sich tatsächlich mit den Minderjährigen, um denen dann halt eben zu erklären, so pass auf, das hätte jetzt passieren können, wenn. Also richtig. Ich kenne das halt auch so, dass viele Polizisten, also halt auch generell weltweit, sich dann halt als Minderjährige ausgeben, um halt solche Creeps zu fassen. Ist auch eine gute Sache, finde ich. Wobei diese abschreckende Methode finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht. Weil ja, ich glaube, das bleibt im Gehirn drin. Ich habe mich halt nur so ein bisschen gefragt, als ich das halt gelesen habe, so wenn du schon jemand bist, der so dreist ist, dass er öffentlich Kinder sucht, die er unangebracht behandeln kann, sagen wir es mal so. Schreckt dich das dann so wirklich ab, wenn die Polizei dich dann höflich darauf hinweist, dass das strafbar ist? Ja, weil es öffentlich passiert. Das heißt, wechseln die ja nicht einfach zu PNs? Ich weiß halt nicht, ich finde die Aufklärung mega gut, aber ich weiß halt nicht, wie effektiv diese Abschreckung dann ist. Also anscheinend sehr abschreckend, denn die Zahlen gehen tatsächlich zurück. Ja, gut, könnte halt auch sein, dadurch, dass eben mehr Minderjährige aufgeklärt sind oder dass das halt ja, also, nicht mehr ganz so laut, offensichtlich ist. Laut aber einer öffentlichen, beziehungsweise einer Erhebung ist es so, dass im Oktober letzten Jahres sich die Sexualverbrechen mit Minderjährigen oder beziehungsweise die von Fällen, die eben zu Sexualverbrechen hätten führen können, von rund 65.000 auf 46.000 geschrumpft ist, allein nur durch diesen Einsatz. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich eigentlich super. Ja, also es bewirkt was. Und solange es halt abschreckend ist, also, weißt du, wenn dann jemand ankommt, der halt eben dieses absolut abscheuliche vorhat und nur dadurch abgeschreckt wird, weil, oh mein Gott, ich könnte an einen Polizisten geraten, ist das schon verdammt viel wert. Außerdem muss man ja bedenken, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Gesetzeslage in Japan ist, aber in dem Moment, wo der Polizist zwar da auftaucht und der Mann oder die Frau auch, darf man nicht vergessen, haben sie ja zu dem Zeitpunkt ja noch keine Straftat begangen. Also was würdest du denen vorwerfen? Sie können ja sagen, hör, ja, ich bin jetzt hier rein zufällig gerade vorbeispaziert. Also du hast ja im Prinzip keinen Beweis dafür, dass er was getan hat. Und wenn man aber direkt halt die Kinder anspricht, die das ja geplant haben und wer weiß, vielleicht nicht zum ersten Mal machen, dann ist das, glaube ich, auch effektiver, weil sie dann halt es sich nicht weiter anbieten. Weil wenn du nur einen schnappst von den Männern oder von den Frauen, dann können sie es ja trotzdem weiter noch irgendwelchen anderen Leuten anbieten. Das ist ja das Problem, denke ich. Also im Prinzip versuchen sie halt die Quelle abzustellen. Und vor allen Dingen darf man nicht vergessen, die Schamgrenze ist natürlich extrem hoch. Ja, das die sowieso. Polizei hat mich geschnappt, wenn es das jetzt zu Eltern oder Schule geht, weil die gehen ja auch sehr gerne zur Schule hin. Und gerade in der Schule, da macht das die Runde, dann hast du verloren. Ja, also ich denke auch, dass es auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache ist. Ja. Das mit den Schulen habe ich mir tatsächlich auch noch gedacht, dass das halt auch sehr gut ist, wenn man da halt nochmal aufklärt. Also bei uns sind tatsächlich auch damals Polizisten in die Schule gekommen und haben, also zu verschiedenen Themen und mehrmals und haben da halt unter anderem auch eben aufgeklärt, was Internet und seine Gefahren angeht. Gut, bei mir gab es doch kein Internet damals. Ja, also bei uns war das dann auch so, gut, da war es halt noch so das böse, böse Internet, aber bei uns waren es auch die Männer mit Schokolade im Auto. Ja, gut. Das ist mein Kleiner. Ja, wir waren da noch so altmodisch. Aber was ich mir halt manchmal denke, ist, dadurch, dass das Internet ja jetzt auch so normal ist, und ich meine, was ist die Altersgrenze von Twitter? Ich glaube 13 Oh, ich weiß es nicht. Ich benutze Twitter. Ich glaube auch 13. Ich meine, es wäre 13, aber ganz ehrlich, da hält sich doch sowieso kaum ein Kind dran. Und weil das so normal geworden ist, habe ich auch den Eindruck, dass viele Kinder viel weniger vorsichtig sind als ich beispielsweise, als ich ein Kind war. Von daher. Da stimme ich dir aber tatsächlich zu. Also ich habe eine Nachbarin, die ist relativ
ich weiß nicht, ich glaube auch 13, 14. Und die benutzt tatsächlich schon so Sachen wie Instagram und das schon seit Jahren. Ja, das ist schon sehr, sehr gruselig, mit welcher Selbstverständlichkeit Kinder damit heute umzutage umgehen. Aber da haben auch so ehrlich gesagt die Eltern so ein bisschen versagt. Just say. Warum die Eltern? Ja gut, aber die haben meist dann gar nicht mit Internet zu tun. Also ich meine, welche Mutter, die irgendwie Mitte 40 ist oder welcher Vater hat Instagram? So, das gibt es ja relativ wenige von. Da muss ich jetzt mal ganz kurz gegengehen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist die Aufgabe auch der Eltern, darauf aufzupassen, was das Kind denn alles so veranstaltet. Und dann sollte man sich zumindest informieren und auch durchaus kontrollieren. Das ist in meinen Augen vor allem gerade aufs Internet bezogen sehr wichtig. Genauso wie ich auch der Meinung bin, dass dringend die Schulen mal Aufklärung vernünftig betreiben sollten. Gut, funktioniert nicht, weil entweder fehlen die Lehrer oder gut, lassen wir ja, das ich mal. Will das auch gar nicht entschuldigen. Ich sage halt nur, dass es mich nicht überrascht. Nein, überraschen tut es mich auch nicht. Also ich meine, ich kenne auch, weiß Gott, kleine Stöpsel, die mir mittlerweile schon verraten, welche Pornoseite toll ist. Was wahnsinnig witzig. Mhm. Also ja, das finde ich auch ganz schön hardcore, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem gerade, weil wir kennen ja die Filmchen, die da teilweise gezeigt werden, wo du dir dann denkst, also wenn ihr so die Frauen behandelt, dann Brustmahlzeit. Ja, das ist halt auch nochmal so eine Sache, ne? Diese Desensibilisierung, die einfach immer früher eintritt. Richtig, wobei jetzt will ja der Jugendschutz endlich gegen diese Seiten vorgehen, was ich sehr gut finde, tatsächlich, weil das geht in meinen Augen gar nicht. Aber es ist halt in Japan genau das Gleiche und da ist es so, man wächst ja medial viel stärker als bei uns auf. Ich meine, wir haben ja hier noch sehr viele Funklöcher zum Beispiel, wo du dann in einigen Ecken gar nicht medial sein kannst, das hast du halt in Japan eher ganz, ganz wenig. Und da ist es normal, du hast halt immer dein Handy, das Ding. Das ist halt nicht wie in Deutschland. Das Ding ist halt immer online, es fiebt alle paar Sekunden, man muss immer präsent sein online und so weiter. Und es ist halt so, dass das in sehr frühen Jahren tatsächlich anfängt. Ich meine, ich finde es gut, klar, soll man jetzt sein Kind ein Handy in die Hand drücken, einfach weil, kann man im Notfall Mama, Papa anrufen, aber ab da sollte man nicht aufhören, darauf Acht zu geben, denn sorry, aber mit einem Handy kann man viel machen und selbst Kinder sperren, also sagen wir mal so doof sind die Stöpsel jetzt auch in der Regel nicht. Von daher, man darf es einfach nicht aus dem Auge verlieren als Eltern, das ist einfach wichtig. Gott, ich habe mich gerade an den Alter. Es gilt halt wie in Japan, wie in Deutschland, dass da einfach eine viel größere, bessere Aufklärung nötig ist. Ja, aber definitiv. Und die vom Staat, die bringt übrigens nicht sehr viel. Ja, wir hinken halt total hinterher. Also ich finde, die Technik entwickelt sich immer schneller. Ja. Das ist halt auf der Welt so. Und wir kommen halt gar nicht mit Regelungen und Verhalten und so etwas hinterher. Also man sieht das ja auch bei dem ganzen Sperren- und Upload-Filtern, die diskutiert werden. Das einfach vollkommen hinterherhinkt. Aber bei Japan sieht man ja auch vor allem, dass es jüngere Kinder betrifft, weil wir hatten ja auch schon die Sache, dass immer mehr jüngere Kinder tatsächlich internetabhängig sind oder allgemein sehr viel Zeit im Internet verbringen. Und die Zahlen für Cybermobbing in Japan sind ja auch außergewöhnlich. Ja, na gut, das ist wieder es gehört zwar dazu, ist aber halt auch ein anderes großes Problem. Ja. Allgemein sind die Schulen ja auch oft nur sehr zögerlich, was solche Sachen angeht. Die denken sich, das machen sie halt privat. Ja, wenn man dann aber wieder an die Schulen genau denkt, wo sie sich im private Leben einmischen, das ist schon, ouch. Ah ja. Übrigens, Funfact zum Thema Twitter, Instagram und Co. Dickpics sind nach deutschem Gesetz illegal. Falls einer unserer Zuhörer sich das jetzt schon mal gefragt hat, man kann solche Leute verklagen. Nochmal, sorry, ich habe gerade nicht zugehört. Was? Dickpics sind nach dem deutschen Gesetz illegal. Verdammt, da muss ich meine Vorhaben wohl abbrechen. Ich habe gerade eben was anderes verstanden. Okay, Dickpics sind echt illegal? Ja, nach deutschem Gesetz. Na, sexueller Belästigung sind sie illegal. Ja. Macht doch voll Sinn, finde ich. Also, also ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das schon mal peinlich, dass man uns an unseren Sumikai-Account solche Fotos geschickt hat und sagte, ey, ich bin voll geil auf dich, wo ich so dachte, Alter, hier sitzt ein Mann. Sorry, aber was soll das? Als zurückschicken. Ja, nee, ist klar. Das ist übrigens auch effektiv, wenn man einfach das was eingesammeltes zurücksendet. Na, lassen wir das mal nicht über Sumikai. Nein, oh Gott. Nein, aber jetzt mal zurück zum Thema. Also das Ding ist, ich finde es halt gut, was die Polizei macht. Ich muss aber trotz allem sagen, auch wenn die Eltern viel zu tun haben mit Arbeit und so weiter, man darf einfach seine Kids nicht medial komplett alleine lassen. Und das ist in Japan ein riesengroßes Problem. Es ist bei uns tatsächlich auch immer häufiger ein ganz, ganz großes Problem. Und also ich würde fast sagen, von unseren Zuschauern, wenn hier Minimum alle mal auf das Handy ihrer Kids gucken und die Apps kontrollieren, werden sie wahrscheinlich lustige Dinge finden, wenn sie es vorher bisher nicht gemacht haben. Also
lieber nicht aus dem Auge verlieren. Es ist in meinen Augen besser. Und es gibt genug Systeme und es gibt auch teilweise Anbieter, die extra auf Kinder ausgelegt sind. Die haben dann halt nur eine bestimmte Internetlaufzeit und eine Abendsperre. Yep. Da kann man sich wunderbar informieren. Da gibt es eine Menge Angebote. In fast jedem Haushalt steht eine Fritzbox. Ergo, die hat eine tolle Kindersicherung drin. Genauso wichtig ist dann natürlich auch die Aufklärung, weil Verbote steigern nur das Interesse und deswegen muss man eben sagen, genau, wir machen das. Weil deswegen kommt alle zu Sumikai, wir sind garantiert jugendfrei. Das war jetzt richtig geile Werbung, oder? Sagte er, wo ich kurz vor wenigen Minuten von Dickpics gesprochen habe, aber auch gut. Ja, ich merke das gerade. Ist unser Podcast nicht ab 16? 18, nee, doch, ja. Nein, nicht überall. So, aber da wir jetzt eigentlich fast beim Ende sind, würde ich sagen, wir haben nämlich noch ein tolles Thema und das sollten wir auf jeden Fall aufgreifen. Denn das Digital Art Museum von TeamLab kommt nach Hamburg. Yay! Oh, ich freue mich schon so. Ich habe mich so gefreut, als ich das gelesen habe. Oh mein Gott. Man sollte so sagen, Moment, jetzt nur um die Freude ein wenig zu bremsen. Sie müssen das Gebäude noch bauen. Hoffen wir dabei das Beste. Ist mir egal. Okay. Also es ist halt so, für das Museum soll ein 5000 Quadratmeter Neubau in der Hafen City eröffnet werden. Wann steht noch nicht fest, weil wie gesagt, es muss halt erst gebaut werden, das kann noch eine Weile dauern. Gerade hier in Deutschland. Ja, wenn wir Pech haben, haben wir zwar einen Bär. Bitte nicht. Aber es ist halt eine Absichtserklärung unterschrieben worden und dann soll es wohl auch bald schon losgehen, wenn ich das richtig gelesen habe. Finde ich total klasse, denn man muss dazu sagen, also ihr solltet euch dazu auf jeden Fall, ihr solltet dazu euch auf jeden Fall den Artikel anschauen, den wir auch verlinken werden, denn wir haben ganz, ganz tolle Pressebilder auch bekommen, die wirklich, es ist absolut super, was man da sieht. Das sind halt Räume, die interagieren im Prinzip mit dir. Also sprich, du gehst da durch, dann kannst du halt in einem Raum die Farben ändern oder andere Illusionen beeinflussen und so weiter. Und das ist total imposant. In Tokio, da ist es jetzt seit, ich glaube, ein Jahr, wenn ich mich gar nicht irre. Ja, kommt hin. Ist das der absolute Publikumsmagnet. Also das Ding war wirklich überrannt. Und es wird halt ganz viel mit so Lichtern und Projektionen gearbeitet. Und es sieht einfach hammermäßig aus. Es sieht wirklich sehr gut Wahnsinn. Aus. Ich kenne auch Leute, viele Leute, die schon da waren, die sind tatsächlich noch ein zweites Mal hingegangen, weil die waren so begeistert. Meinten sie, es hört sich so ein bisschen langweilig an, wenn man sagt, so, das sind so Licht- und Interaktionsinstallationen. Aber nein, es ist wahnsinnig cool. Man kann unglaublich tolle Bilder dort machen. Also mindestens einmal sollte es sich gegönnt haben. Genau. Und schaut euch dir auch den im Artikel weiterverlinkten Artikel an. Wir haben ja immer so einen kleinen Mehr zum Thema. Da haben wir dann noch ein paar mehr Bilder drin und das ist total imposant. Kann man wirklich absolut empfehlen. Und es ist halt schön, dass es jetzt nach Hamburg kommt, weil dann braucht man nicht nach Tokio dongeln. Stimmt, das ist ein sehr schöner Vorteil. Ich kenne tatsächlich ein paar, die sind extra deswegen dahin geflogen. Da ist Hamburg ja zum Glück ein bisschen näher dran, aber es ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Und auch gerade die Hafen City lohnt sich sowieso. Jedenfalls als Tourist, als Bewohner nicht mehr wirklich. Aber sollte man wirklich mal machen. Und wenn man gleich da ist, dann fährt man noch rüber zur Speicherstadt und guckt sich die Miniatureisenbahn an. Die ist übrigens sehr schön, da war ich schon mal. Da war ich auch, total imponierend. Das ist so, Gott, das will ich auch im Keller haben, aber mein Keller ist nicht so groß und ich bin zu blöd dafür. Es gibt auch eine sehr schöne Kaffeerösterei mit Museum. Ja, die ist auch toll. Die ist gleich daneben, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau, da gibt es großartige Waffeln. Oh, und übrigens kleiner Tipp, wenn wir schon bei Hamburg sind, sorry, ich bin Hamburger, von daher. Am Jungfernsteg könnt ihr eine recht günstige, in Anführungsstrichen, Hafentour machen. Da fährt nämlich eine Fähre regelmäßig und die kostet irgendwie so, also damals hat sie 2 Euro gekostet, ich denke mal, es sind jetzt 3 oder 4. Aber es lohnt sich tatsächlich. Also alleine hat das Digital Lab, das Digital Art Museum, lohnt sich auf jeden Fall. Wenn das eröffnet, absolutes Reiseziel und absolute Empfehlung. Wir haben auch die offizielle Webseite verlinkt. Auch da solltet ihr mal durchschauen. Da gibt es immer mal wieder neue Fotos und auch ein paar sehr eindrucksvolle Videos. Es ist halt wirklich absolut genial. Definitiv. Und wir sagen also natürlich nur Bescheid, wenn es dann endlich eröffnet wird. Nur so als Beispiel, ein besonderes Highlight in der Ausstellung in Tokio ist eine digitale Blume, die in einer Teetasse erblüht, sofern man seinen Tee da rein gießt. Das ist total genial. Was ich persönlich richtig, richtig cool finde, ist dieses, wie heißt das nochmal? Forest of Lamps. Ja, das. Also es ist halt so ein Raum voller Lampen und der sieht so schön aus und die ändern ihre Farben und Das kennen wir da schon wieder. Da haben wir eine ganze Galerie drüber, das ist so beeindruckend.
Total irre. Ich will sowas zu Hause haben. Ich meine, meine Stromrechnung wird wahrscheinlich explodieren, aber ist mir egal. Boah, Gibt es kauf dir dafür mal. nicht Weihnachten? Also. Also ich meine, ich habe Mama. zumindest eine Glühbirne und eine Alexa. Ergo kann ich das hier Gott sei Dank alles ein bisschen bestimmen. Ich habe hier gerade Lila-Licht laufen. Ich kann auch Farbwechsel hiermit machen. Ist total lustig. Micha, sorry, ich war bei dir zu Hause und ich würde jetzt nicht sagen, dass das damit mithalten kann, Nein, natürlich nicht. aber. Ja, ich habe ja auch nur eine Lampe an der Decke und nicht zehn. Oder Tausende. Ich wollte gerade sagen, es sind ein paar mehr als 10, aber. Ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. So, liebe Leute, aber tada, wir sind durch. Und sogar mal mit einem guten Thema haben wir aufgehört. Wir haben heute tatsächlich versucht, Ja! ein paar gute Themen mehr reinzunehmen. Ich hoffe, wir haben es geschafft. Ihr könnt aber schreiben, ob ihr. Nein, ach, schreibt lieber nicht. Wir werden nicht immer gute Themen haben. Noch ein Programmhinweis. Wir werden am Freitag wieder ein Special veröffentlichen. Dieses Mal haben wir uns eine Stunde lang mit Tokyopop unterhalten über ja, Manga und was Tokyopop noch so vorhat und ein bisschen über die Geschichte von Tokyopop und so weiter. Wirklich ein sehr, sehr schönes Gespräch. Hört es euch an. Und ich gehe jetzt die Regie schlagen und wünsche euch eine wunderschöne Woche. Schaut auf Sumikai und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.